Der Überraschungsaufsteiger Viktoria Berlin reiste zum Vorjahresaufsteiger SC Ferl nach Lotte. Bei Ferl fehlte Trainer Capretti aus privaten Gründen. Co. Sergej Schmieg stand für ihn an der Linie. Und es wurde ein fantastisches Drittligaspiel. Beide Mannschaften offensiv ausgerichtet. Hier die Berliner mit einem ersten Angriff. Und Schiedsrichter Müller sah hier ein Foul und gab Elfmeter für die Gäste. Früh im Spiel für Kütsch die Chance zur Führung für die Viktoria. Aber er setzt die Kugel an den Pfosten. Eine von diversen Großchancen, die die Berliner in der ersten halben Stunde vergaben. Trost für den Deutsch-Türken. Das ist natürlich die beste Gelegenheit, hier in Führung zu gehen. Benedetto Mucicato an der Linie. Er sah seine Mannschaft immer wieder forsch im Vorwärtsgang. Wie gesagt, ein super Spiel von beiden geführt. Jetzt wieder die Berliner mit einem weiteren Abschluss von Yilmaz. Aber es blieb weiter beim 0:0. Die Berliner haderten ein bisschen, sie ließen zu viele Chancen liegen. Und dann rackerte Berlinski, Rabihic und wieder Berlinski, der bekommt den Ball zu Putaro. Fahne bleibt unten, kein Abseits. Putaro macht das 1:0 für Ferl als Kontertor in der 34. Minute. Wesentlich beteiligt Berlinski, Heimspiel, Startelfdebüt für ihn. Nach seinem Doppelpack in Halle jetzt ein Assist für Putaro hier zum 1:0 für die Ferler. Pausenstand 1:0. Viktoria Berlin hatte deutlich mehr Chancen, aber Ferl in Führung mit Interimstrainer Schmieg. Zweite Hälfte, Viktoria Berlin kam so aus der Pause. Cigerci schon in der ersten Hälfte mit ganz starken Szenen und jetzt zaubert er den Ball rein zum 1:1 in der 47. Minute. Sein viertes Saisontor für Viktoria Berlin. Damit ist er Top-Schütze beim Aufsteiger. Und jetzt treten die Berliner mal so richtig am Rad. Cigerci spielt die Ecke kurz auf Jopek. Jopek rums, er schweißt ihn rein. 2:1 Viktoria Berlin in der 52. Minute. Innerhalb kürzester Zeit hatten sie das Spiel gedreht. Spektakel Fußball im Stadion am Lotter Kreuz. Ferl mit einer starken Reaktion. Rabihic. Und dann das Eigentor von Kapp. Putaro brachte den Ball scharf nach innen. Berlinski lauerte, aber er brauchte gar nichts mehr machen. Denn Kapp haute den Ball unglücklich rein ins eigene Tor. Dann Handspiel, ein klares Handspiel von Schapina. Nicht geahndet von Schiedsrichter Müller. Das wäre die Chance zum 3:2 für die Berliner gewesen. Stattdessen Gegenzug. Ferl, kein Abseits. Und da ist der neue Pascal Steinwender. 10 Minuten im Spiel, gerade neu gekommen aus Paderborn. Und er trifft im ersten Spiel für Ferl. Er dreht das Spiel für den SC Ferl zum 3:2. Pascal Steinwender, was für eine Geschichte. Mucicato bedient nach 2:1 Führung, jetzt 3:2 hinten. Und dann das Beckers böses Foul gegen Rabihic. Zu Recht sah er glatt rot. Nun auch noch das. Ein bisschen Hoffnung blieb rein in die Nachspielzeit. Die 5. Minute der Nachspielzeit. Und da ist Cigerci. Und er macht doch noch das 3:3 mit der letzten Aktion in diesem Spiel. Cigerci, Man of the Match. 2 Tore, 1 Assist. Er war an allen 3 Berliner Toren beteiligt. Viktoria Berlin fightet doch noch mal zurück und holt doch noch in Unterzahl den Punkt. Und so hieß es am Ende 3:3 nach 3:2. Kein Sieg für Schmieg. Berlin holt doch noch den Punkt. Also war ein offener Schlagabtausch, aber das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung. Natürlich in der letzten Sekunde mit der letzten Aktion, das tut natürlich weh, keine Frage. Ich glaube, ich war selten so laut wie in der Halbzeitpause. Wenn du ein Spiel so dominierst und dann mit 0:1 in die Halbzeitpause gehst, das darf einfach nicht passieren.
Ein Klassetag für beide Teams. Symbolisches Bild. Harmonie pur zwischen Tordebütant und Aufstiegstrainer. Ein Tag des Spektakelfußballs am Lotter Kreuz. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.